Und da heiße ich euch auch herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, komm, mach auf. Cool. Ja, halt, klären wir immer noch weiter. Kälte hat das gefallen, natürlich. Das war. Große Patronen helfen damals. Oh, hier ist zu. Aber hier gibt es auch nichts. Wieso ist eigentlich hier der Boden eingestürzt? Ah. Atombomben und so, ne? Wisst ihr. Da war übrigens noch so ein Dings. Erstmal ignoriert. Achso, wir müssen da unten auch lang, okay. Leck mich am Sack. Was war denn da, dass die da rausgekommen sind? Erster Riss im Getriebe, ja. Achso, da war noch so eine Kuh. Augenbordmodell, ja, nehmen wir mit. Wollen wir mal als Deko benutzen für irgendwelche Häuser, die wir nie bauen. Ach, ich habe übrigens vergessen. Vorhin geht der auch so schreiben. Ach, schön. Okay. Jetzt sind wir hier. So, wenn die, uff, Alter, Mücke. Jetzt kommt ja die Drecksmücke hier und greift mich an. Haarklammerbox. Maulwurfsratten sammeln alle möglichen interessanten Dinge. Deshalb sollten wir in ihrem Bau nach Beute suchen. Ich dachte, das war jetzt eine Einspielung auf mich. Weil ich ja das ganze Raum einsammle. Hätte ich schon ein bisschen gefeiert, das muss ich ja dazu sagen. Hätte ich echt gefeiert. Okay, pass auf. Souvenirladen-Terminal, was gibt's denn? Inventar. Merchandising. Nuka-Cola Wild. Tinkist, Tickets, Marken, Souvenirmagneten, Souvenirgläser, Büromaterial, Papiertücher, Kassenpapier und Stifte. Dienstplan, Kündigung, Ankündigung. Sams Aufzeichnung, erste. In Nuka Town, we met S. von Raylan. Terry dachte, Trilog Guide wäre die beste Wahl. Also verkrochen wir uns im Minenwagen-Fahrgeschäft. Bisher ist hier keine Verstärkung aufgetaucht. Ich hoffe, die Jungs, die zur Galactic Zone gelaufen sind, sind besser dran. Sams Aufnahme ist die zweite. Wir können es uns nicht leisten, uns noch länger auszuhalten. Ich höre die Schreie der armen Teufel, die es nicht geschafft haben. Cortas Raider sind nicht mehr weit weg. Wir müssen tiefer in die Mine vordringen. Ricky ist dagegen. Er behauptet, in der Dunkelheit irgendwas zu hören. Und wir müssen das Risiko eingehen. Wenn wir hier draußen bleiben, sind wir tot. Da drin haben wir vielleicht eine Chance. Aha. Okay. 5 Meter davon. Wofür denn? Ich will mal keine Minigun. Nuka Crate. Wir brauchen 44er. 44er sind doch eigentlich 9 mm, oder nicht? Oder? Nee, was ist denn das? Alles gut. Genau. Wie schön. Nee, 44er sind nicht 9 mm, 39 sind glaube ich 9 mm. Also circa. Was mache ich hier eigentlich genau in dem Ding? Statt wenn ich die. Ach so, die Quelle der Blutwürmer sollte ich vernichten. Das war das Ziel hier drin. Sagt er doch. Da habe ich doch nicht dran gedacht. Also, wenn ich eine. Jetzt hat die mich schon mal. Ein Trizeps hat die mich gestochen, diese Missy Board. Das gibt's aber wohl nicht. Immer kacken, Drecksmücke. Wieso ist das immer noch markiert? Wieso ist das markiert? Moment. Map. Ach, da ist ein Corki drin. Oh, okay, den suchen wir. Ohne Scheiß, wo ist denn hier drinnen der Corki? Den sieht man aber mit der Dings. Der muss an der Wand irgendwo sein. Machen wir das Licht an. Aber ich meine. Achso, hier.
Deswegen hat das immer. Doch, deswegen hat das hier reingezeigt. Aha. Gut zu wissen. Jetzt zeigt es. Es zeigt immer noch hier rein. Das gibt's aber nicht. Reservier! Schnauze. Also ist doch hier drin ein Corki. Zeichen, Symbol an der Wand. Aber wo? Das muss ja irgendwo sein, wo du als normaler PBA, weißt du, wo du rankommst. Da ist er. Das ist der erste. Ja, ein Haar. Müssen wir uns das merken? Ich glaube nicht. Er merkt sich das schon. Den habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, auf den Corki. Die sind aber schon ziemlich easy zu sehen. So, erstatte dem Sheriff Bericht. Das ist da drüben, ist der Sheriff. Die Tour durch Star Control ist für heute ausgebucht. Sprich, so. Trottet nach zwei Rock Eyes. Ey, yo. Hattest du Spaß in Matt Mulligans Mine? Gab es Raufereien mit bösen Banditen? Das kann man so sagen. Warte mal, Matt Mulligans. Vor der MMM-Titel. Hab die Blutwürmer beseitigt. Die Mine war ein Nest für eine Blutwurmkönigin. Jetzt, da sie fort ist, dürfte es hier wesentlich sicherer sein. Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was du da sagst, aber du bist der beste Deputy auf dieser Seite des Mississippi. Hier, nimm ein paar Kronkorken als Souvenir. Mit Empfehlung des Nuka-Cola-Hausmeisterdienstes. Du und deine Freunde, ihr seid in Dry Rock Gulch jederzeit willkommen. Okay. Wo zeigt denn der hier hin? Achso, finde den versteckten Corki. Ein Huhn in Dry Rock Gulch abgeschossen. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. War dumm. Er braucht halt ein bisschen, bis er bereit ist zum Feuern. Hier muss irgendwo der Corki sein. Ach, Alter. Derek Doyle! Ja, ja. Derek Doyle Effekt wieder, ey. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier eine Werkbank finden, Freunde. Und da mal unser Equipment hier mal ein bisschen aufmotzen. Alter, jetzt geh kacken, Mücke. Immer zu meinem rechten Arm, das geht überhaupt nicht klar. Es wird Zeit, dass es kalt wird, richtig. Bis viel weg ist. Er sieht auch nicht gesund aus, der Junge. Steck die Corki. Find den mal so easy. Der ist bestimmt hier irgendwo in der Siedlung. Wo ist der Corki? Vergiss nicht, eine erfrischende Nuka-Cola an einem unserer Stände zu kaufen. Naja. Partner. Ja, Partner. Wir möchten unsere Gäste daran erinnern, dass Nuka World nicht verantwortlich für Verletzungen ist, die sie sich während der Cola Clowns Comedy Cavalcade zuziehen. Bist du jederzeit willkommen. Bin ich, ja?
Also der zeigt das hier in dem Bereich. Muss das Achtung, sein. Eine Durchsage. Ja. Alle Teilnehmer des Luca-Cola-Wetttrinkens. Wetttrinken vor allem. Ja, aber ich bin voll dabei. Wenn ich hier aufnehme, dann ziehe ich meistens locker mal 2 Liter Cola weg. Das ist easy going für mich. Aber wo soll denn der Corki hier sein? Das ist doch... was. Aha. Are you fucking serious? Da ist er. Nein, ist er nicht, ich weiß. Für Nuke. Das klingt so verkehrt eigentlich. Ah ne, ich dachte schon, dass es aber es ist ja nur so eine fucking Figur. Aber niedlich. Wieso zeigt ihr mir denn da hinten? Findet ihr von ihr versteckten Corkis? Aber das sind jetzt mehrere hier. Ich meine, einen haben wir ja. Das ist ja der eine. Okay, Freunde, wir suchen jetzt den. Das suchen wir jetzt mal noch ein bisschen. You are dead? Yo. Dead. Da kommt ja mein Lieblingsdeputy. Der eine und dieselbe KI in beiden? Weil der sagt ja immer dasselbe. Er ist halt am Ende den ganzen Stehura hier. Gleich die Runde. Nutzen Sie diese Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. Aha. Das Leuchtding ist immer noch da aus der letzten Folge. Und das ist einige Wochen her, ich weiß es trotzdem noch. Achtung, das... eine Durchsage. Ja. Die heutige Vorstellung von Corki U. Nichts ist befriedigender als eine Rauchmeldung. Verdammt nochmal, ja. Nuka Bombtrop Rezept. Bombtrop, Alter. Kate, wir müssen den Corki finden. Ich krieg gleich kacken, ey. Wo ist denn der? Beute Dünge, bitte. Ich hab geh mal weg. Für dich. Geh weiter. Alter Schwede, Film. Muss ich mal hart gehen. Alter, mit dem Corki, da macht mich gerade ein bisschen aggro. Wo ist er denn? Wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeilaufen, weißt du? Hm. Okay, das machen wir jetzt mal. Das machen wir mal anders. Ich habe jetzt keine Lust hier nach dem zu suchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich war doch geil, Leute. Halt mal, halt mal. Das kann ich nicht verleugnen. Warte mal, vielleicht ist. Ich guck mal da hier hinten noch. Hier vorne war man ja noch nicht zum Gucken. Lass mal hier in der Trashcan noch gucken. Ein Teddybär? Nein, den möchte man jetzt nicht. Ich guck mal hier noch, obwohl das ist ja kein Zug. Es muss ja ein zugänglicher Bereich für jeden Zuschauer sein, eigentlich. Das ist ja das. Obwohl, das denke ich mir vielleicht so. Vielleicht machen die das aber auch. Weißt du, falsch Schnauzer verteilt. Das wisst ihr ja nicht. Hä? Signalflaggen musst aktivieren? Warum? Das kommt bestimmt noch später irgendwie. Verdammt nochmal, ja. Was geht denn hier, ey? Oh. Mir sehe ich auch kein Corki. So, was haben wir denn noch für eine Mission? Bin die versteckten in Safari? Find die. Ja, okay. Aber wenn das genau das zeigt, genau in die Fuck-Ecke da. Das hat doch irgendwas zu sagen. Warte mal, ich versuche mal hochzuklettern hier. Ja, klappt ja super. Das klappt ja super. Das klappt. Oh, es klappt. Tatsächlich. Da wo jeder Zuschauer hinkommt. Ist ja ganz logisch, dass das hier auf dem Dach ist.
Wieder rauf. Lass mich da rauf. Ich kann auch mal hier machen. Das ist einfach just for the Leute. Ich weiß es echt nicht. Gebe ich zumindest einen gescheiten Überblick. Ah. Oh. Ich kann hier hochlaufen. Oh, das war niedlich, wie das da hing ist. Das gehört übrigens auch alles noch zur Map, ne? Ich nur mal erwähnen. Können die nicht mal so eine scheiß Achterbahn funktionieren? Guck mal, ja, übelst den Überblick. Voll nice. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Freunde.